Hallo, ich habe mich bisher mit mehreren Leuten unterhalten, denen nicht klar war, dass man promovieren kann, ohne an der Uni angestellt zu sein. Also habe ich hier ein kleines Video zusammengestellt mit den Fragen, die mir in der Richtung am häufigsten gestellt wurden. Das geht? Ich dachte, man muss an der Uni angestellt sein. Alle, die ich kenne, machen das so. Ja, das ist auch bei uns das übliche Vorgehen, dass jemand eine Arbeitsstelle an der Uni antritt, bestenfalls in einem Projekt, was mit der eigenen Dissertation zu tun hat, und dass die Leute dann, während sie für die Uni arbeiten, auch an ihrer eigenen Dissertation schreiben. Aber das ist keine formale Voraussetzung zur Erlangung eines Doktorgrades. Ich kann jetzt nur von mir ausgehen, also eventuell Leute in den Naturwissenschaften, die auf ein Labor angewiesen sind, ein Teilchenbeschleuniger oder so. Das kann sein, dass die eine Anstellung an der Uni brauchen, um Zugang zu den Geräten zu bekommen. Aber ich bin aus der Computerlinguistik und ich brauche halt nur meinen Computer. Insofern brauche ich auch keine Anstellung an der Uni, um zu promovieren. Wie finanzierst du dich? Ich habe einen Job in der freien Wirtschaft. Eines Tages bin ich zum Personalmanager gegangen und habe gesagt, ich möchte nur noch 4 Tage die Woche arbeiten, damit ich 3 Tage lang Zeit habe, um zu promovieren. Und er sagte, ja klar, kein Problem. Dann wurde mein Vertrag entsprechend angepasst auf 80%. Und das ist vollkommen ausreichend für meinen Lebensunterhalt. Was hat deine Arbeit mit deiner Promotion zu tun? Ich habe mir das Thema frei ausgesucht und es hat mit meiner Arbeit erstmal nichts zu tun. Mein Arbeitgeber hat mit meinen Forschungsergebnissen auch nichts zu schaffen. Das heißt, sollte ich den Job wechseln, hat mein Arbeitgeber auch keine Ansprüche auf meine Ergebnisse und ich kann dann mein Thema einfach weiter bearbeiten wie bisher auch. Wenn du nur an einem Tag pro Woche promovierst und die Promovierenden an der Uni brauchen 4 Jahre zum Promovieren, brauchst du dann 20 Jahre? Ich kann ja nur von dem ausgehen, was mir die Leute so erzählen. Und die Angestellten an der Uni, die haben noch jede Menge andere Verpflichtungen. Die müssen unterrichten, die müssen regelmäßig publizieren, auch um die Finanzierung von ihrem Projekt aufrechtzuerhalten, zu gewährleisten. Die erledigen vielleicht noch andere Sachen für ihren Professor. Und ich hingegen, ich habe überhaupt keine Verpflichtungen und ich kann dann die volle Zeit, die mir zur Verfügung steht, auch an meiner Dissertation arbeiten. Ich habe mir einen groben Plan erstellt mit den Aufgaben, die ich für jedes Jahr erledige und ich schätze, dass ich 5 Jahre brauchen werde. Und bisher liege ich auch gut in der Zeit. Hast du keine Probleme, wieder in dein Thema reinzufinden, wenn du eine Woche lang nicht dran gearbeitet hast? Ich bin sehr gut organisiert. Ich habe mehrere To-Do-Listen für alle möglichen Themenbereiche, zum Beispiel fürs Schreiben, fürs Programmieren, fürs Forschen bzw. Dinge ausprobieren. Das sind jede Menge kleine Aufgaben, die in Minuten bis zu wenigen Stunden zu erledigen sind. Und wenn dann der Freitag kommt, dann nehme ich mir einfach irgendeine von den unerledigten Aufgaben vor und bearbeite die dann. Da gibt es überhaupt kein Problem für mich. Gibt es ein Zeitlimit, wie lange man promovieren darf? Die Leute, die an der Uni angestellt sind, die sind dann an ihre Projektlaufzeiten zur Finanzierung gebunden. Die haben dann halt den Druck innerhalb von 4 Jahren auch ihre Dissertation zu erledigen. Das habe ich dann nun nicht. Und wenn die es in der Zeit nicht schaffen, dann müssen sie auf eine Weiterfinanzierung hoffen oder sich was anderes überlegen. Dann gibt es noch das Limit, dass man vor Erreichung eines Doktorgrades an allen Unis insgesamt höchstens 6 Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet haben darf. Insofern gibt es da auch ein Limit. Aber diese beiden Limits, die treffen nicht auf mich zu, weil ich nicht an der Uni angestellt bin. Formal für mich gibt es kein Zeitlimit, wie lange ich promovieren darf.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um so zu promovieren? Da gibt es keine besonderen Voraussetzungen. Ich brauchte halt in meinem Masterstudium einen bestimmten Schnitt. Ich bin mit meiner Themenidee zu einer potenziellen Betreuerin gegangen. Die hat mir einen Zettel ausgestellt, dass sie grundsätzlich bereit ist, mein Promotionsvorhaben zu betreuen. Da musste ich eine Reihe von Formulare ausfüllen, um mich als vorläufige Doktorandin einschreiben zu können. Also es sind keine besonderen Voraussetzungen. Das ist das, was jeder erfüllt sein muss, um sich als Promotionsstudierende einzuschreiben. Ja, habt ihr noch weitere Fragen, die hier nicht beantwortet wurden? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.